Hallöchen, meine Freunde, Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Minecraft-Projekt, das eigentlich so noch gar keinen Namen hat. Ich habe mal den Rest des letzten Minecraft-Tages, also Ingame-Tages, damit verbracht, ganz schnell die Kisten leer zu machen. Wir haben noch das mit, die Kohle schmeißen wir jetzt dahin. Brot, pass mal auf, wir bauen uns jetzt ein bisschen Brot. Oder nee, wir haben ja noch Brot, was wir uns noch so mit, da haben wir genug Brot. Das packen wir jetzt woanders hin. Den Fisch, ja, das lohnt sich nicht zu braten. Davon können wir jetzt die Hälfte nehmen. Das braten wir uns. Dann brauchen wir, glaube ich, 4, ne? Ich weiß nicht, wie es im Räucherofen ist. Was ich weiß, ist, dass der Räucherofen wohl besser. Ach, der Räucherofen funktioniert nur mit Kohle. Ja, Kohle. Zack. Ich bin ja auch blöd, ne? Das ist ja schon gebratenes Fleisch, ich Trottel. Ich hab ja schon, das ist ja gebraten, das ist ja roh, der Fisch ist aber so roh, warte mal. Das ist fertig zu essen, das ist fertig zu essen, das nicht, das kann man auch schon essen. Das kann man auch essen. Warum der Kaktus da oben ist, weiß ich auch nicht, die Suppe könnte man auch essen. So, der Rest ist nicht verzehrfertig, das ist verzehrfertig. So rum wird ein Schuh draus. Ihr könnt das wieder weg. Ich bringe jetzt mal noch ganz schön was weg. Die Angel kann da rein. Das ist noch ein Steinschwert als Ersatz. Und zack, zack, zack. Hier kommt jetzt die Lederrüstung hin. Zack. So, hier unten ist der Keller. Sortiert nach Krimskrams und Erze und so Zeug. Steine allgemein gehalten. Holz allgemein. Sand, also Erde allgemein. Und Deko allgemein. Erstmal. Das war's. Und halt nur so ein Rüstungsständer. Hier soll entstehen die Schmiede. Das ist so der Umriss von der Schmiede. Das ist das eigentliche Gebäude, soll es werden. Und das hier ist der Außenbereich, wo denn die Schmiedeöfen sind. Und ein Amboss und so weiter. Hier soll es dann hochgehen. Dann wird hier ein kleines Vorraddach gebaut. Und ich habe das mal ganz hier so ein bisschen rausgenommen, also quasi das hier als Außenbereich des Gebäudes genommen, dass das Ganze ein bisschen, weiß ich nicht, raus, also hier ist ja so flach, ne? Hätte ich ja auch machen können, wollte ich aber nicht. Ich habe gedacht, ich mache das Ganze so ein bisschen rausgehoben, dass man noch Fensterbänke ranmachen kann, etc. Ich experimentiere halt so ein bisschen rum mit dem, was ich so sehe. So, als nächstes, ich habe gesagt Nord, Süd, Ost, West. Also, Norden waren wir, auf nach Süden. Zack, zack. Hier, wie gesagt, die Birken angepflanzt. Und dann schauen wir mal, wo es lang geht. Ich glaube, ich laufe aber rechts am Berg vorbei, ja. Dass wir da nicht durch müssen. Und dann, nächste Folge machen wir dann vielleicht die Felder, ja. Nächste Woche machen wir nächste Folge die Felder, ja, 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 ja. Wir müssen ja nicht alles. Wir können ja doch ruhig ein bisschen rumlaufen, ne? Einfach mal zu gucken, was hier wird denn. So, Häschen kann man anscheinend auch zähmen. Ich weiß nur noch nicht wie. Wahrscheinlich mit Karotten. Klingt ja irgendwie logisch. Wobei ich bei Karotte eher auf den Esel gesetzt hätte. Naja, mal gucken. Schauen wir mal, wo sie da hingeht. Da hinten war ja der komische Tempel, den einen, den wir schon geplündert haben. Den hatten wir ja schon durch. Hui. Zack, 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 zack. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch finden. Was ist das denn da? Hä? Also blau. Und ich bin vor allem gespannt, wie groß dieses Wüstenbiom hier ist. Glück, 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 glück. Hui, Flatsch. Und ob wir vielleicht auf halber Strecke irgendwo ein Dorf finden. Das wäre nämlich voll supi zum Schlafen.
Ich habe nämlich nicht vor, irgendwie hier noch nachts rumzutingeln erstmal. Gut, gehen wir halt da lang. Das sieht aus wie, ist es Eis? Okay, wahrscheinlich Extreme Hills da hinten. Sollst du Eis sein? Das ist Eis. Ich schlitter so ein bisschen. Kann man das abbauen? Wahrscheinlich nur mit Silktouch. Gehe ich jetzt mal von aus. Das da hinten müsste denn Extreme Hills sein. Das gab es doch immer, das Biom. Nee, doch nicht. Extrem Eisberg. Biom. Ich will ja nicht so viel schwimmen, deswegen muss ich sondern. Ah. Tintenfisch. Und einbuddeln kann man sicher hier auch nicht. Nee, das da hinten ist alles wieder Birke. Ich sehe auch keine Häuser, wo ich schlafen könnte. Gut, stellen wir fest, hier gibt es nichts. Und für länger als einen Tagesausflug gibt es da wirklich nichts. Gut, dann können wir auch wieder zurück. Merke, im Süden ist hier nichts. Ab nach Hause, bevor es richtig stuckduster wird. Weiter weg wollte ich ja nicht. Außer man sieht direkt in Schlagdistanz einen Ort, wo man pennen könnte. Was wir hier nicht haben. Eis kann man nicht mit der Spitzhacke abbauen. Hätte ja können sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man da Silk Touch für braucht. Weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Weiß ich nicht. Sanfter Griff? Behutsamkeit? Behutsamkeit war es, glaube ich, ne? Gab es Behutsamkeit? War Behutsamkeit Silk Touch? Ich weiß es nicht. Ah. So, wir haben übrigens mitten am Tag. Ich nehme hier heute mal nicht abends auf. Also letzte Folge auch schon mitten am Tag. Denn eigentlich wollte ich abends aufnehmen. Wollte eigentlich schon gestern Abend aufnehmen. Aber Junior war der Meinung, nicht ins Bett zu wollen. Der hat so bis 22 Uhr gebraucht, bis er ins Bett wollte. Und war mir dann aber schon wieder zu spät, dann noch aufzunehmen. Und deswegen konnte ich gestern nicht aufnehmen. Also hat Schatzi, die ja gestern frei hatte, am Montag, und heute erst um 20 Uhr anfängt, ihr sagt, pass auf, ich gehe jetzt sowieso jetzt mit den Kleinen raus. Wenn ich mit den Kleinen draußen bin, dann kannst du doch in der Zeit aufnehmen. Also, die zwei sind jetzt draußen, so für anderthalb, 2 Stunden. Dann gibt es Mittag. Also kann ich zumindest eine Stunde aufnehmen, also 3 Folgen aufnehmen. Und dann Mittag kochen. Dann haben wir zumindest ein paar Folgen. Und ich wollte extra die ersten 2 Wochen, wo ja die Pilotstaffel lief, nix aufnehmen, weil, weiß nicht, wollte halt gucken, was ihr so schreibt und wie es so ankommt, wahrscheinlich. Also wirklich bei den ersten, so die ersten 2 oder ersten 1,5 Wochen kam er so halbwegs gut an. Also gut im Sinne von, ja, gefällt mir.
Und dann hat es jetzt so ein bisschen abgeebbt. Also die erste Folge zähle ich immer grundsätzlich nicht mit. Die erste Folge ist, egal bei welchem Kanal du guckst, immer die, selbst wenn du bei Gronkh guckst, ist die erste Folge, die hat Klicks ohne Ende. Und dann guckst du auf die zweite Folge, die hat mal eben so 30, 40% weniger Klicks als die erste. Das hast du, ich weiß nicht warum, überall. Da ist jetzt egal, ob du ein Draki bist mit, ich sag mal, 1000 Abonnenten oder ein Ener bist mit 1 Million oder Gronkh mit 3 Millionen. Ich glaube, knapp 4 Millionen inzwischen. Das ist irgendwie gleich. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Ich kann auch nicht schlafen, wenn ich erstmal einen Happen. Es ist halt so. Weiß auch nicht warum. Ob die erste Folge, die man macht, im Algorithmus so gut angesehen ist, dass man die, dass die besser verteilt wird oder so, ich habe keine Ahnung. So, gehen wir gen Osten. Ich glaube, der einfachste Weg ist da lang. Da waren ein paar Inseln, da müssen wir nicht so viel schwimmen. Ich würde nämlich kein Boot bauen. Ich habe keinen Bock, ein Boot zu bauen. Ich könnte natürlich ein Boot bauen. Aber ich will nicht. Ich baue ein Boot. Das da übrigens, das rauchende Etwas, ist das Lagerfeuer, was auch da vor der Höhle ist. Das habe ich da oben eingebaut und nur mit Falltüren an allen 4 Seiten einfach zugemacht und fertig. Ein Boot baut man doch bloß aus Holz, ne? Da baut man doch quasi eine Schüssel aus Holz, ne? Nee. Boote gehen gerne mal kaputt. Warte mal. Das bleibt da. Das nehmen wir mit. Ist das Eisen? Ist alles Eisen, ne? Habe ich irgendwo fertige Eisenbarren? Hier hat immer noch eine Eisenspitzhacke mit. Weil die ist eh gleich kaputt. Sutele. Na, aber so ab der zweiten Folge hat sich, glaube ich, das Ganze eingependelt. So bei, ich glaube, 10 bis 11 Aufrufe pro Video. Und ab Mitte letzter Woche ist das Ganze mal eben runtergefallen auf 6. Und auch die Klicks, also die Like-Klicks sind weggefallen. Und bevor jetzt die Diskussion anfängt, ja, mach doch einfach nur das, worauf du Bock hast. Mach das doch nicht abhängig von Klicks, also von Aufrufen oder von Likes. Muss ich leider sagen, es geht nicht anders. Denn wenn du Bock auf mehrere Projekte hast, da war übrigens das Schiff. Das habe ich schon abgebaut zum Großteil offscreen und habe dafür gesehen, dass da Fichtenholz dabei war. Das ist auch wieder ganz viel Eis, ne? Ja. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt haben wir ja ein Boot. Ist das Fichte? Nee, ne? Genau. Mach das doch nicht abhängig von den Klicks oder von den Aufrufen oder von den Likes. Mach doch einfach die Spiele, worauf du Bock hast. Ja, würde ich gerne machen. Minecraft ist das Spiel, worauf ich gerade Bock habe. Und das war in Bezug auf Elex. Weil Elex hat ganz schlechte Aufrufe im Vergleich zu Minecraft. Also, wenn ich sage ganz schlecht, meine ich damit einen oder zwei. Tut mir jetzt leid für die, die das mögen, das Projekt. Also für den einen oder die zwei. Aber ich bin ehrlich, wenn ich. Das sieht gut aus. Wenn ich abends nur 2 Stunden maximal Zeit habe. Weil Kind nicht schlafen will oder weil ich selber müde bin, weil Kind wieder früh aufgestanden ist und so weiter. Und du die Wahl hast zwischen 2 Spielen oder 3 Spielen, auf die du Bock hast. Und von diesen 3 Spielen wird eins weniger gut angeklickt. Oder meinetwegen schlecht im Verhältnis zu dem, was auf deinem Kanal gut ist. Da ist Fichte, ich suche bloß einen besseren Platz zum Anlanden. Dann entscheidest du dich für das Projekt zum Aufnehmen,
was halt besser geklickt wird. Da bin ich ganz ehrlich. Gut, okay, hier gibt es keinen guten Platz zum Anlanden. Dann gehen wir einfach direkt hier ran. Das ist dann einfach so. Und dann fällt da so ein Spiel wie Elex unten vor. Das ist ja leider so. Da machst du halt, wie gesagt, die Spiele, die besser angeklickt werden. Und dann ist das so. Dann fällt halt so ein Spiel wie Elex unten vor und dann ist gut. Aber es ist dann halt nur fair zu sagen, pass auf, es ist so. Es wird schlechter geschaut. Ich habe nicht so viel Zeit, um das Spiel dann zu machen. Dann mache ich lieber die Spiele, wo ich Bock drauf habe und wo ihr auch anscheinend Bock drauf habt. Weil es mag blöd klingen, aber es demotiviert total, wenn du die Videos machst. Das Aufnehmen geht ja eigentlich noch, ist ja bloß ein bisschen labern. In Anführungsstrichen. Aber wenn es keiner guckt, dann steckst du da deine Zeit rein. Ich möchte jetzt nicht so ganz das Wort Arbeit sagen. Juhu, Zeppelin, das wollten wir haben. Dann steckst du da die Arbeit rein. Die Zeit, die Videos halt zu schneiden und zu rendern, das dauert halt. Natürlich brauchst du beim Rendern nicht anwesend sein. Das macht der Rechner von ganz alleine. Du sagst ihm nur, er soll das machen. Du schnippelst ja die Folge zurecht, machst dann die Einstellungen, wie gerendert werden soll und sagst dann dem Rechner, hier, mach mal. Und dann macht er das ganz alleine. Du brauchst dafür nicht da sein. Du kannst ja ruhig ins Bett gehen schlafen. So ist es ja nicht. Das Problem ist nur, der Rechner läuft. Und auch wenn ich daran nicht sitze, läuft der Rechner und der verbraucht Strom. Und der Rechner ist auch nicht mehr der jüngste. Und in meinen Augen bedeutet das, der Rechner läuft unsinnig. Bitte. Der Rechner läuft dann unsinnig und der muss dann nicht laufen. Den kann ich dann auch auslassen. Oder stattdessen Folgen rendern lassen, die auch geguckt werden. Da hat der Stromverbrauch und auch das in Anführungsstrichen Risiko, dass der mir irgendwann abkackt, weil mit der neuen Render-Software rennt die CPU auf 90-95% Auslastung. Und der Rechner ist 5 Jahre alt. Die Hardware ist 6 Jahre alt zum Teil, weil ich ja nicht mit dem neuesten vom neuesten gearbeitet habe. Oder was ich mir gekauft habe, sondern halt etwas, was da schon ein bisschen günstiger war. Vielleicht schon 1 oder 2 Jahre alt. Und dementsprechend. Kamele, Dromedare. Und dementsprechend ist der Rechner auch ein bisschen anfällig, was das angeht. Und wenn ich den, ich sag jetzt mal, 4 Tage am Stück mit 90% Auslastung nachts rennen lasse und der ist dann 24/7 an, weil er dann tagsüber auch an ist, weil ich dann hier sitze und, weiß ich nicht, eine andere Charge Videos schneide, oder ich einfach hier sitze und der Rechner ist halt über an. Ich habe keinen Fernseher, der an ist, der Rechner ist halt an. Da läuft halt die Musik auch drüber oder ich mache darüber Musik an. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Küche sitze, dann läuft da die Alexa. Und solche Sachen. Dann ist der Rechner, meinetwegen wäre der eine Woche 24/7 an. Und ich weiß nicht, wie gut die Hardware das wegsteckt. Und sollte sie wirklich dabei draufgehen, dann soll sie doch gefälligst draufgehen für Videos, die ihr auch guckt, wo ihr auch Interesse dran habt. So sehe ich es zumindest. Ja, ist was anderes, wenn du ein Gronkh bist, meinetwegen. Der groß ist, der egal welches Video er macht, welches Projekt er macht. Ich nehme ihn jetzt mal dafür bare Münze, dass du mit YouTube nicht mehr so viel Geld machst. Ich kann das Problem verstehen, was er damit hat. Gerade in Bezug auf Monetarisierung, wenn es die Musik betrifft. Da hat er schon einige Schosen erzählt, die ich auch schon kennenlernen durfte und auch der Otter schon kennenlernen durfte. Aber da ist jetzt egal, welches Spiel er macht. Der kann da irgendein Hinterwäldlerspiel von irgendeinem Indie-Entwickler raussuchen, aus Boomstown, Idaho. Das guckt die Leute. Denn vielleicht nicht so viel wie irgendein Triple-A-Game bei ihm.
Aber es schauen immer noch genug, dass in der Theorie zu erkennen ist, die Zuschauer haben Interesse daran. Ja, wenn bei ihm mal, ich sag mal, 4000 Leute weniger die Videos schauen, fällt das nicht ins Gewicht. Wenn bei mir mal überhaupt 4000 Leute Videos schauen würden, wäre es ein Wunder. Oder wäre es mehr als ich Abonnenten hatte. Aber egal. Es wird also dunkel, deswegen kutschen wir wieder zurück. Das ist ja grob die Richtung. Und dementsprechend, wie gesagt, stecke ich dann lieber die Zeit in Videos, wo ich sage, ey, guck mal, das Spiel macht mir Laune und ihr wollt es schauen. Und wenn ich dann vielleicht ein bisschen... Oh, das ist ein Schiff. Da. Und wenn ich dann vielleicht feststelle, hey, ich bin ein bisschen zu sehr in Vorproduktion gegangen, meinetwegen, es träte rein theoretisch der Fall ein, dass ich sage, pass auf, ich habe jetzt für den gesamten Monat Juni Minecraft aufgenommen. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich noch als zweites Projekt mache. Ich habe jetzt gerade Bock auf zwei Spiele. Ja gut, dann mache ich halt ein zweites Projekt. Mal gucken, vielleicht mache ich ein Experiment oder vielleicht nehme ich dann einfach Elex. Weil ich sage, ich habe halt Bock auf Elex, also nehme ich es auf. Und dann ist es mir egal, weil ich habe das, was ihr mögt und was ich mag, fertig produziert, was kommen soll, habe also meinen Soll erfüllt und dann kann ich den Bonus eines Projektes, was vielleicht nicht so gut geguckt wird, aber worauf ich Bock habe, dann noch mit anmachen. Irgendwo in die Richtung ist, oder? Ich weiß nicht, was für ein Fisch das war. Ah! Umschalten zum Verlassen? Nee, will ich nicht. Ich will schneller rudern. Schneller! Das ist ein Skelette. Da rechts waren gerade Skelette. Da ist eine Spinne? Und schlafen. Ah, so Monster, ich darf nicht schlafen. Wahrscheinlich Spinne auf dem Dach. Ich darf nicht schlafen. Aber egal. Die Folge ist um. Das heißt, ich schlafe jetzt nicht. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.